Gibst du meine Pfeile wieder? Moin moin, Matrosinnen und Matrosen, das ist der Tommy, ich bin der Klabbi. Na? Wir spielen Raft weiter. Wir waren hier letztes Mal auf dieser Insel, aber da stehen noch so ein, zwei Bäume, die gelootet werden müssen. Und ich meine, wir hätten auch noch irgend so einen Kugelfisch-Heini irgendwo da hinten zurückgelassen. Wir haben tatsächlich, letztes Mal haben wir nämlich hier aufgehört. Und wir hatten, glaube ich, auch hier die Begegnung mit dem... Ach nee, warte, Moment. Hier habe ich doch mit dem Bruce irgendwie mich ein bisschen gefightet, ne? In das dem war gar nicht Wasserloch. Die Insel. Ich habe irgendwie... Ja, genau. Ich habe irgendwie das noch falsch in Erinnerung, tatsächlich. Ja, ich glaube, schon die zweite große Insel. Aber wir haben uns dieses Huhn gesnackt. Stimmt, hier haben wir das Huhn gefangen, ne? Und, oh, ich brauche... Verdammt, ich brauche neue Tauchausrüstung. Ich meine, hier sei noch ein Kugelfisch im Wasser. Den mag ich gerne noch holen, aber da muss ich erst nochmal zum Fluss zurück mir neue Taucherausrüstung bauen. Das mache ich nicht ohne Schwimmflossen und ohne Luft im Tank. Ja, tatsächlich würde ich mir auch gerne wieder so eine Wasserflasche irgendwie zusammenbasteln. Ich glaube, die Ressourcen, die wir jetzt irgendwo im Dingens haben, die müssten eigentlich dafür ausreichen, dass wir jetzt jeder irgendwie so ein paar Badelatschen machen können und irgendwie so eine Flasche vor der Schnute irgendwie. Zum besseren und effektiveren Tauchen. So. Da müssen wir mal gucken, dass wir das jetzt schnell basteln. Ich bin voll gut vorbereitet. So, ich brauche noch Seetang, der ist hier. Und dafür brauche ich... So, wie stelle ich mir das Zeug denn her? Warte mal. Dann brauchen wir... Was brauchen wir? Ich brauche Bier. Es gibt kein Bier. Oh, ein Fernglas aus zwei Flaschen ist auch cool. Glaube ich auch. Also, da bin ich sehr gespannt. So. Brauche ich tatsächlich Kunststoff für? Seetang? Ich habe keinen Seetang. Müssen wir tauchen gehen. Müssen wir gleich tauchen gehen. Dann mache ich mir erstmal so eine Sauerstoffflasche. Da habe ich nämlich eine Flasche. Hast du den Glibber gemopst? Ich habe neuen Glibber angesetzt. Gemopst. Ich glaub's ja nicht. Was machen wir denn mit dem explosiven Schleim? Wo packen wir den explosiven Schleim? Wenn wir noch Schleim haben, dann können wir den auch irgendwann brennen, aber vielleicht nicht jetzt sofort ad hoc. Was mache ich mit Silberalgen? Das muss ich gestehen, weiß ich noch nicht. Ich glaube, das ist ein Rezept für die Dinge, die man an diesem Kochtopf kochen kann, was diese Silberalgen braucht. Okay, dann ich hab die Silberalgen mal zu den Kochutensilien getan. Und ich brauche jetzt, glaube ich, ein bisschen Plastik. Achso, hier hatten wir die Palmblätter. Dann brauche ich ein Seil. Das Seil habe ich ja hier feinsäuberlich hier so hingetan. Und Glibber. Aber wir brauchen 5-mal Glibber. Wie viel Glibber haben wir denn? Wie viel Glibber kriegen wir da raus? Aus einem so einem Seetang-Dingensbummens kriegt man einen Glibber raus, wenn man ihn brät. Ist natürlich nicht so schön, nicht so viel, ne? So, ich habe Hunger. Und zwar sehr. Doch meine Taschen, die sind leer. So, hier wäre jetzt noch ein Glibber drin. Und ich schmeiße hier nochmal einen Seetang rein. Und hier schmeiße ich mal die restlichen Seetänge rein. Oder? Kann ich das machen? Was braucht es denn für eine Flasche? Kunststoff und... Oh Gott, noch mehr Glibber. So. Habe ich jetzt hier mal wieder voll gemacht. So, was zum Knuspern vom Grill. Yam, 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 yam. Yam, 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 yam. Wunderbar. So. Ich habe blöde Gefühl, dass Bruce gleich hochguckt. Ja, ich glaube, der hat auch gerade schon hochgeguckt. Ich habe ihm schon mal einen Pfeil reingejagt. Der alte Schlumpf. Der alte Schlumpf. Wo kriegen wir jetzt nochmal den Seetang her? Von diesen normalen Seetang-Dingern da unten, ne? Genau.
Also wir können auch nochmal, da oben stehen noch ein paar Bäume, die man abholzen könnte. Wir können auch nochmal auf Tauchgang gehen. Wir können auch nochmal einen Haiköder rausschmeißen, wenn du magst. Ja, Und Bruce kommt alles. gerade zu mir. Huch, der hat mich auch irgendwie erwischt, warum auch immer. Vielleicht standst du zu nah am. Quatsch. Quatsch, kann gar nicht sein. Also ich habe hier noch einen Haiköder im Inventar. Nee, warte. Doch, habe ich. Ja. Ich guck mal von hier oben, weil von hier oben hast du nämlich einen guten Blick, ob ich hier irgendwo. Beziehungsweise laufe ich gerade ganz automatisch hier runter, weil ich nämlich so ein bisschen. Ich glaube, so richtig seetangmäßig wächst hier aber nichts. Gerade. Naja, die Insel ist groß. Ich würde lieber einmal drum rumschippern irgendwie, weil ich glaube, wir haben einen relativ. Hier ist ganz viel Seetang. Da weiß ich nur nicht, ob wir den Schnapp geerntet haben. Und ich weiß nicht, wann Bruce kommt. Vielleicht ist das mit dem. Mit dem Haiköder vielleicht doch nicht so eine schlechte Idee. Oder wir legen einfach ab und nehmen die nächste Insel. Ja, aber du hast nicht zwingend überall diese. Das ist doch nicht schlimm. Also ich würde den einen Haiköder gerne ehrlich gesagt hier verprassen. Okay, dann machen wir das so. Siehst du Bruce gerade? Ja, Moment. Ich will nur gerade das Schiff reparieren. Ich habe Oder dafür ich kein schmeiße den Holz, Haiköder bitte. einfach hier in die Bucht und hoffe, dass er sich zuerst den Köder schnappt, bevor sich mich schnappt. Ja, lass mich gerade das Schiff hier an der Stelle reparieren. Und dann hüpfe ich gleich mit runter. So, ich bin soweit. Okay, Haiköder ist im Wasser, wo Bruce ist, weiß ich nicht. Aber ich habe hier noch ein Der bisschen ist hier See. direkt vor uns. Okay, ich war schon auf der Insel und habe hier riesige Seetangfelder gefunden. Gut, dann bringen wir es mit. Du warst schon auf der Insel. Wo kauchst du gerade rum? In der nächsten Bucht. Okay. Weiß nicht so genau, wie ich das beschreiben soll. Das kann ich jetzt auch nicht sagen. Du weißt, wo du Da bist. wo der Haiköder im Wasser liegt. Ah ja, ach da. Na, sag das doch gleich. Wenn wir Glück haben mit einem Bruce am Köder. So, ich will jetzt mal gucken. Ich springe jetzt hier einfach mal ins Wasser. Ich guck mal, ob ich hier irgendwo was finden kann. Und wenn ich jetzt hier nichts finde, dann komme ich gleich zum Schiffchen zurück und dann. Ach, hier hinten haben wir was. Moment. Guck mal, das sieht doch gut aus. Ich hab hier ein bisschen was gefunden tatsächlich. Ich bringe auch ein bisschen was mit. Also ich habe 13 Seetang dabei. Das ist gut. Aber wieso hast du es vorher nicht weggelegt? Weil ich es eben gerade erst geerntet habe. Das war ein Scherz. Okay, jetzt habe ich ihn verstanden. Dauert manchmal ein bisschen beim Klavi. Oh. Oh, klingt nicht gut. Und ich finde den blöden. Ah ja, genau, den wollte ich jagen. Komm mal, fixier dich mal auf mich hier. Gibst du meine Pfeile wieder? Nö. Klau dir meine Pfeile, ich glaub's ja nicht. Ja, aber ich glaube, hier in Alter dem Areal Schwede. ist noch nicht alles abgeerntet. Tatsache, ja, ich habe irgendwie auch den Eindruck, dass wir hier noch sehr, sehr nachlässig waren. Ah, hier steht dann nochmal eine Kiste unter Wasser. Mit einem neuen Rezept drin. Und unter unserem Floß steht auch noch was, ne? Ja, wobei, das bilde ich mir ein, haben wir schon ausgiebig gelootet. Jetzt kriege ich natürlich Durst. Zum Glück kann ich auch unter Wasser trinken. Oh. Hier ist ganz schön viel Eisen. Ich muss jetzt nochmal auftauchen, sonst geht mir das die Luft aus. Oh, hier ist ein Schwarm voller Fische. Ja, den Das habe ich ist eben süß. gerade auch gesehen, der ist halb im Wasser.
Ja. Und eben halb ins Land reingeworbt ist. Ja. So, und ich glaube. Hoch mit dir, junger Mann. Und ich glaube, mehr kommt denn ja auch gar nicht. Ja, ich habe auch das Gefühl, wenn wir jetzt hier das. Irgendwo nochmal Algen. Ah, da ist nochmal Metall. Und wenn wir die Algenfelder abgeerntet haben und das bisschen Metall hier, was gar nicht so ein bisschen Dann ist ist, das gut, ne? dann Ich würde können wir gerne auch weiterfahren. bei unserem Floß würde ich noch mal kurz irgendwie runtertauchen, weil da gibt es nämlich noch irgendwie so ein. Ich kann mich nämlich nicht erinnern, dass wir das irgendwie abgeerntet haben. Das würde ich noch mitnehmen und dann. So, ich nehme mal noch ein bisschen Schrott mit. Oh ja, die Algenfelder hier waren nicht abgeerntet. Dann hole ich mir das doch noch. Was Sehr schön. schwimmt denn da noch im Wasser rum? Ja, es wird doch kein Bruce Da sein. schwimmt noch was ein bisschen. Da ist Ach noch nee. Metall, das ich hinter Das dem ist der weiteren. Halköder. Ach so, und Bruce ist gar nicht da. Nö. Oh. Boah, hier ist noch eine riesige Algenplantage. Aber wo ist Bruce, wenn er nicht hier ist? Am Floß wahrscheinlich. Ah, knabbert er wieder Oder am gleich hinter Holz dir. irgendwie. Cool, dass ich mich gerade umgedreht habe. Also ich würde auch vorschlagen, dass wenn wir dann irgendwie so Tauchtouren machen, dass wir dann noch immer ganz viel Seetang mitnehmen. Also alles, was wir halt finden können, ne? Das wäre, glaube ich, sehr, sehr sinnvoll. Sehr, sehr sinnvoll. Zustimmung. Finde ich gut. Ich schwimme zum Fluss zurück. Ich habe Bruce gesehen. Ich schwimme doch nicht ganz so direkt zum Fluss zurück. Also Bruce ist am Fluss. Gut. Ach so, das war ein Stein. Okay. Steine haben wir eigentlich genügend. Meine ich zumindest. Ja, wir haben Aber. von relativ viel Zeugs, haben wir relativ viel. Wo ist denn Bruce jetzt? Konntest du den Haiköder wieder mitnehmen? Nee, leider nicht. Ich hab's versucht. Aber da kam irgendwie kein Symbol oder so. Ich glaube, wenn du einmal reinwirfst, dann ist er auch weg. Ja, ich sehe jetzt natürlich nicht, wo Bruce ist. Ich bin am Floß und ich schwimme jetzt rüber, selbst wenn er kommt. Ja, ich meine, du stirbst ja nicht direkt. Ich schon. Ich bin ein Mädchen. Ach so. Ach so. Das Aber war lass uns jetzt mal direkt irgendwie pendeln. Hier ist mal Latent so. sexistisch oder nicht nur latent. Oh Gott, muss man das rausschneiden? Weiß ich nicht. Ich geh mal pendeln. Und mampf eine Weintraube. Ich probiere mal noch den Hai zu pieksen. Warum? Weil er hier unser Floß kaputt machen wollte und dann komme ich pennen. Und morgen früh können wir als erstes ablegen. Hä, jetzt bin ich einmal um dieses Gebäude hier rumgerannt. Da, guck mal, da ist der faule Tommy, der liegt da und pennt. Ja, das macht er eigentlich nur einen schönen frühen Morgen für euch, das Pennen. Und mich macht's durstig. Yeah. Ich habe ein Ei gefunden. Ja, ich wässer mal die beiden. Hoch? Hier liegt noch ein Ei in der Ecke. Kann ich direkt mal so ein Ei mampfen oder so? Ich glaube, man braucht da irgendein Rezept für. Oh, ich esse das einfach. Viel Spaß. Warum? Kotzi, Kotzi, Kotzi. Quatsch. Quatsch. Vor allen Dingen Kotzi, 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 Junge. Ja, irgendwie muss ich mich doch verständlich machen. Du hast es ja, verstanden. Ich guck mal gerade. Wir haben ja hier noch. Warte mal. Huch. Ich pack mal ein bisschen was auf den Grill. Mhm.
Also ich habe jetzt den ganzen Seetang in die Kiste zum Brennen gemacht. Ja. Da kannst du gerne zugreifen. Achso, und vielleicht sollten wir irgendwie mal ablegen. Achso, ein Wels. Das ist schon ziemlich cool irgendwie. Der ist schon recht groß. Ich schnapp mir gleich mal die, wenn wir schwimmen, wenn wir jetzt gleich fahren, schnapp ich mir mal die Angel. Netzwerfer ist oben drin. Achso, oben hatten wir die Waffen immer drin eingepackt, ne? So, dann packe ich da nämlich jetzt Pfeil und Bogen rein. Axt und Gedöns habe ich dann hier mit am Start. Ich habe jetzt abgelegt. Ja, sehr gut. So. Nehmen wir mal hier Planken, die wir hier platzieren können. Dann habe ich hier Glibber tatsächlich. Das packe ich da mal rein. Hochexplosiver Schleim. Wo wollen wir den reinpacken? In den, Fertigen? Nee, der muss einmal gebraten werden, genau wie Eisenerz. Gebrannt werden, wie Eisenerz. Gebraten, also geschnuppelt also, ja, halt. Okay. Ja, geerzt. Genau, erzet, Baby, erzet. So, Schleim. Aha. Und das Fertige packen wir dann hier rüber. Das gefällt mir. Das finde ich gut. Und aus Sand mache ich dann Glas, ne? Genau, und den Lehm nicht alles auf. Ich brauche mal ein bisschen Lehm. So. Ah ne, Quatsch. Steine haben wir. Warum ist Raft eigentlich so ein ich muss alles sortieren spielen? Irgendwie? Ist auf der einen Seite ist das cool, auf der anderen Seite ist es ein bisschen anstrengend. So. Haben wir noch was zum Brennen? Ich habe noch Schrott am Start. Schrott wollte ich noch packen. So. Mein Gott, hat er schon wieder Hunger, ey. Was ist das denn? Einfacher Fischeintopf, den haben wir doch schon, oder? Ja. Ne, haben wir noch nicht. Dann packe ich den doch mal noch. Okay, haben wir dann jetzt schon alles für die Flasche? Noch nicht. Wir müssen noch ein bisschen was machen. So. Ups, jetzt bin ich ins Wasser gefallen. Höhö, los. Höhö. Zu langsam. So, Pulver, blaues Pulver ist das explosive Pulver und da machen wir nachher daraus was Schönes, was Tolles. Badabum. Was Herausragendes. Etwas, was viel Krach macht. Wie stelle ich eine Flasche eigentlich her? Warte mal. Das mache ich wahrscheinlich nur aus Plastik. Ach so. Oben beim Essen. Und auch Kletterpflanzenkleber brauche ich dafür. Okay. Verstehe. Was brauche ich da? Brauche ich Schmutz, Kunststoff? Wo hatten wir Schmutz gefunden? Auf den Inseln, ne? Aber das war extra. Ja, das braucht man, glaube ich, auch nur um... wie heißt es denn? Um diese Grasflächen für die Viecher herzustellen. Ja. So. So, Kletterpflanzenglibber. Da kann ich mir doch tatsächlich jetzt schon mal so eine Sauerstoffflasche herstellen. So. Eine Sauerstoffflasche habe ich. Aber wo habe ich die hingetan? Ach, hier. So. Ich mache direkt den nächsten Glibbern. Den nächsten Seetang rein. Mhm. Hau weg, was? Hammer. Warte mal, Hammer. Du sagst dir was. So, ein bisschen Schrott, ein bisschen sortieren. Ein bisschen Krimskrams. Musizieren. Warte mal hier. So, was?
Okay, so. Da haben wir Bruce, der knabbert wahrscheinlich gleich wieder eine Runde. Schock, Schmiere. Holz und seine Steine. Der hat nämlich schon lange nicht mehr geknabbert. Jetzt animiere ihn doch nicht noch. Ich mach doch gar nichts. Ich passe ja nur ein bisschen auf. Passe nur. Huch! Hier fehlt ja was. Wieder fehlt was. Ach so, ich wollte hier umbauen, ne? Stimmt, ich wollte wieder das Floß umbauen. Mal wieder. Ja, mal wieder. Zu jeder Folge muss ich irgendwas umbauen. Okay. Ja, da kommt eine kleine Insel, wollen wir hier kurz mal anlegen? Welche Richtung? Hier links direkt. Die ist nicht groß, aber. So, ich werf dann mal einen Anker. Mhm. Hoch. Ich bin mal so frech und renn mal direkt hoch. Ja, mach nur. Melone, Melone, Melone. Blümchen, Blümchen. So, haben wir hier noch ein bisschen was? Ein Ananas oder so? Ich weiß es ja nicht. Kokosnuss nehmen wir mit. Ist recht. Inventar ist auch noch halbwegs leer. Das können wir rausschmeißen, das können wir rausschmeißen, das können wir rausschmeißen. Das brauchen wir alles gar nicht. So. Tommy. Was? Was ist denn? Deine Selbstgespräche sind zum Schmunzeln. Das brauchen wir nicht. Ich kann alles rausschmeißen. Ja, ist ja so. Ja, ja. Ohne Frage. Ich gehe gerade hier vor das Risiko. Bin jetzt quasi einmal um die Insel drumherum. Hier ist aber kaum was. Ja, bei den Kleinen ist halt hauptsächlich das Holz, wenn man das gerade braucht. Eigentlich können wir auch schon weiter. Und wenn du Seetang brauchst, ist garantiert irgendwo ein Seetangfeld. So, ich hüpfe mal hier rein. Und eigentlich dachte ich, das war früher zumindest mal so, dass bei jeder Insel über oder unter Wasser irgendwo ein Leckerli ist. Ja, warte mal, ich habe was gefunden. Was ziemlich cooles sogar. Ich habe eine Unterwasserhöhle gefunden. Ja. Oh. Das ist ja cool. Ich habe eine Unterwasserhöhle gefunden. Oh, ich habe eine. Im Wasserhöhle bin ich reingesprungen. Und wir sollten doch hier noch ein bisschen tauchen, weil gibt es dann doch noch das eine oder andere. Kupfer haben wir hier noch ein bisschen. Schrott. Und Metallerz. Ich habe gerade eine Möwe von unseren. Huch! Nein! Was passiert? Ich habe meine Tauchflasche aus Versehen weggeworfen. Oh, das ist nicht gut. Ich wollte es aber einfach nur anschnallen, aber irgendwie. Ja, hat sich der Charakter gedacht, nö.
Nö, nö, nö. Pforte mit. Braucht kein Mensch mehr. Brauchst du nicht. Jetzt muss ich mir erstmal so einen Haken wieder bauen. Kann ich mir gerade einen einfachen bauen? Okay, dann nehme ich gerade mal den einfachen Haken. So, ich gehe wieder tauchen. Ja, du so. Ich angle ein bisschen in der Hoffnung, dass ich einen. Denn ich sehe den Hai auch gerade. Du brauchst also keine Sorgen zu machen. Also, ja, er kreist in großen Kreisen ums Schiff und ist, glaube Das ich, reicht, ein ich bin bisschen wieder zurück. noch nicht. Also, Schlosstruhe ankommen. er ist noch am Fisch, am Schiff. So gut. Das ist doch gut. Da haben wir Ton. Ich habe Ton gefunden. Also ja, es ist ein deutlicher Unterschied, wenn du mit dieser Flasche tauchen gehst. Ja. Hai ist immer noch am Schiff. Kannst also in Ruhe weitertauchen. Jetzt sehe ich Ist den schon Hai nicht deutlicher. mehr. Weiß ich nicht, wo er ist. Deutlicher Unterschied. Jetzt wird es dunkel draußen, ne? Ja, wird dämmerig. Und ich hab doch gesagt, du sollst zum Abendessen zurück sein. Aber ich will noch nicht. Der Hai ist doch auch hier. Also er ist gerade nicht bei Nee, es dir. wird zu dunkel. Wir müssen pennen gehen, aber hier gibt es noch was abzubauen und ich muss einen vernünftigen Haken herstellen. Das geht überhaupt nicht. Komm, lass mal direkt pennen gehen irgendwie. Das ist dieser Tag-Nacht-Rhythmus. Der ist ein bisschen anstrengend gerade. So. Kann tagsüber nicht einschlafen. Alle Spieler müssen schlafen. Ja, es ist noch nicht Nacht, offiziell. Ich mache noch einen Angelwurf. Dann ist Es es ist wahrscheinlich dunkel, Nacht. jetzt ist dunkel, jetzt ist dunkel, jetzt ist Ja, dunkel. ich Alle Spieler müssen schlafen. mag die Angel aber nicht Alle Spieler einholen. müssen jetzt schlafen. Nein, ich mag noch fertig angeln. Es ist ein Rohrmakrele. Geht doch. Geht doch. So, ich baue mir mal einen Metallhaken gerade. Und guck mal, ob ich mir. Okay, Schrott und Bolzen. Bolzen. Ein bisschen Srat. Wo habe ich Srat? Da habe ich Srat. Eins, zwei, herstellen. So, dann packe ich den Plasterhaken. Packe ich dann in die Werkzeugkiste. Dann ist der nämlich schon. So, Inventar. Ne, oben, ne, Klappi, oben kommt das fertige Zeug hin. Beziehungsweise. Wie haben wir das gemacht hier? Ich dachte rechts vom Grill und links vom Grill. Ne, rechts vom Grill ist ja nichts. Ach so. Oh, der Bruce hat gerade wieder ein Stück von unserem Floß gefressen. Oder ist dabei. Der Sack. Die alte Schupfnudel. So, warte, wir machen es so. So, rohes Zeug unten, fertiges Zeug oben. Du willst noch mal unter Wasser? Ich muss noch mal unter Wasser. Na dann, hau rein. Ja, Moment. Ich bin voll gerade, ich muss mich mal gerade leer machen. Ich muss mich mal Das gerade von Dingen trennen. klingt ein bisschen eklig. Was? Lass mich gerade mal leer machen. Ja, was muss, das muss, ne? Das ist wahr. So, wir haben nämlich jetzt hier noch Scharniere. Ich habe nämlich so zwei, drei Sachen noch gefunden. Scharniere. Dann haben wir noch Steine und Nägel. Steine. Nägel. So. Metallerz packen wir dann wieder hier in die Kiste rein. Und dann kannst du hier nämlich schon mal Seetang wieder rein tun. Und dann haben wir hier noch Sand. Also Sand haben wir aktuell genug.
da müssen wir quasi nicht. Sand haben wir quasi wie Sand am Meer. Sozusagen. So, dann schnalle ich mich mal. Kann ich denn schon Paddel herstellen? Warte mal. Ach so, den Clipper. Wie viel Clipper haben wir denn? 4 oder 5. Und du kannst auch nochmal 9 reinschmeißen, wenn alle ist. Ja, hab ich gemacht. Weil ich glaube, wir brauchen noch ein bisschen Clipper. Zum Henker ist mein Haken hin. So. Ich wüsste ja gerne, wenn einer von euch Zuschauern das weiß, dann schreibt es doch gerne mal in die Kommentare, ob man zu bestimmten Tageszeiten bestimmte Fische besser fängt als andere. Oder in bestimmten Gewässern oder wie das ist. Es gibt da so 2 wertvolle Fische, aus denen man den Haiköder und die Suppe herstellen kann. Und alles andere würde ich gerne nicht fangen. Zum Beispiel Klobrillen. Das Problem hatte ich jetzt noch nicht. Aber ja. Würde ich gerne nicht fangen. Hast du recht. Ja, hast recht. Vor allem, wie schnell man mit den Flossen ist irgendwie. Also warum haben wir denn so lange keine Flossen hergestellt und keinen Clipper hergestellt? Fehlende Ressourcen. Ja, aber ohne Mist. Also wir könnten, wenn wir regelmäßig die Brenner anschmeißen, hat einer halt Brenndienst, weißt du? Und der muss dann halt immer. Der muss dann halt auch immer anschmeißen. Das Zeug. Ohne Mist. Wir müssen das ganze Zeug irgendwie wegbrennen. Wie früher, weißt du, wenn du so heimlich mal CDs gebrannt hast. Ach, ich muss das alles mal wegbrennen. Sowas habe ich nie gemacht. Was? Natürlich. Ich war immer brav und gesetzestreu. Genau. Was heißt gesetzestreu? Datensicherung halt, ne? Hab ich ja damals schon gemacht. Ach, die Daten meinst du? Ja, die guten Daten, also Pornos und sowas. Hat doch glatt die Möwe hier wieder was rausgefressen. Taten. Nur das Jude-Zeug haben wir. Nur das Jude-Zeug, der Rest wird irgendwie in die Datenschredderschleuder gegeben. Sag mal, hast du die Insel jetzt bald fertig, dass wir weiterfahren können? Ich tauche mal gerade ganz, ganz tief. Oh, okay. Ich sehe den Hai gerade nicht. Okay, du hast ihn. Da war ja was. Was denn? War es Sauerstoff oder Hai? Hai. Hai, hai. Hi. Hi, Tommy. Hi, ich komme. Anker lichten. So. Und dann Flossen und sowas abnehmen, ne? Sicher? Da bin ich mir nicht sicher. Naja, wenn du sie anlässt, verbrauchst du sie ja auch, ne? Ich weiß nicht. Es wäre eine Vermutung, tatsächlich. Oder? Ach, das war ein Befehl mit dem Ankerlichten. Ich dachte, du hättest ihn gelichtet. Das war ein Befehl. Was hast du denn gedacht, wie ich mit dir rede? Gibt's denn Frage, kann man denn Klar kann man, aber nicht so oft. Kann man was? Ich wollte gerade fragen, kann man denn einen größeren Brennofen bauen? Nicht, dass ich wüsste. Ich guck mal gerade, ob man normale Schmelze. Nee, tatsächlich nicht. Tatsächlich Schrottnägel. Wie kann ich denn Nägel herstellen aus Schrott? Mhm. Und wie kann ich Bolzen herstellen? Aus Metallbarren. Ah. Richtig. Metallbarren. Haben wir tatsächlich gar nicht so viel? Wir haben aber viel Rohmetall. Also ich finde, du hast jetzt Brenndienst. Ich habe Angeldienst und du hast Brenndienst. Und ich steuere dabei das Schiff noch in die richtige Richtung. Gut, dann möchte ich aber noch eine dritte Schmelze anmelden. Ja, hau rein. So viele du willst. Zurück zum Spiel. Aber das machen wir tatsächlich in der nächsten Folge. Denn wir sind nämlich für heute durch. Und wir bedanken uns fürs Zusehen. Vielen Dank fürs Dabeisein. Bis zur nächsten Folge hier auf Einfach Tommy und Klambauter mein LP. Und lasst ein Abo da und folgt uns auf Twitter und auf Twitch und auf überhaupt und überall. Und Klabi hat sogar ein Newsletter und ich habe einen YouTube-Kanal und er auch und bis bald. Bis denn. Ciao.